Dann sag ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Philipp Reimkens. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Ja, schönen guten Tag, Herr Vagt. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Mein Name ist Philipp Reinkens. Ich bin 35 Jahre alt und in meiner aktuellen Rolle als VP für die DACH und CEE, also Central Eastern Europe, Region für T-Mobility tätig. Das heißt, ich habe in den Ländern, in denen wir aktiv sind, beziehungsweise die ich betreue, knapp 50.000 Fahrzeuge live auf der Straße und roundabout 900 Mitarbeiter, die diese Fahrzeuge operieren. Ich bin jetzt seit 2 Jahren gut dabei, etwas länger, und war vorher in meiner Funktion als Deutschlandchef für den Aufbau des Marktes verantwortlich. Wie Sie sich vielleicht noch erinnern können, Mitte Juni 2019 sind wir in Deutschland an den Start gegangen, damals mit 8 Städten. Mittlerweile sind auch über 50 Städte gewachsen. Und diese Anfangsphase habe ich mitbetreut. Vorher habe ich 10 Jahre lang in der Automobilindustrie bzw. Mobility-Industrie gearbeitet. Zuerst ganz klassisch bei Volkswagen, unter anderem in Wolfsburg und Mumbai. Dann bei einem Tier-1-Zulieferer, Faurecia, in Detroit. Und dann 6 Jahre lang zuletzt als Projektleiter in einer automobilspezifischen Beratung, Arrow Strategy Advisors, wo ich sowohl große OEMs als auch Player innerhalb der Mobility Industrie betreut habe. Und das ist auch der Moment, wo ich Gefallen an dem Thema gefunden habe und als sich dann der Markt geöffnet hat, das mein Exit war. Gut, das ist ja schon mal ganz interessant. Übrigens, ein Tier-1-Zulieferer sind die großen Systemlieferanten in der Automobilzulieferindustrie, also dort, wo Getriebe zusammengebaut werden und dann an die Hersteller weitergeliefert werden. Und so ein kleiner Einschub am Rande. Ist ja schon eine spannende Vita, aber es geht natürlich um das Jahr 2019 und dann kamen die E-Roller und sie spielten eine erhebliche Rolle. Es gab ja ein großes Mediengewitter von, was hatten wir? Die liegen sowieso nach 28 Tagen in der im Müll und die Innenstädte sind überfüllt und so weiter und so fort. Also es war eine sehr spannende Zeit, als diese Innovation eben in die Mobilität kam, elektrische Roller, die über eine App geshared werden können. Wie waren da so Ihre Erfahrungen? Es war sehr hektisch, glaube ich, oder? Na klar, es war sehr hektisch. Es war auch eine sehr spannende Anfangszeit. Und gerade medial gab es da einfach extrem heterogene Meinungen von, das ist eine absolute Katastrophe, wie konnte man sowas nur zulassen, bis hin zu, ich kann mich noch an Spiegelartikel erinnern, die E-Scooter sind das iPhone der Mobilität. Also da war wirklich, wirklich alles dabei und jeder hatte eine Meinung. Ich glaube, mittlerweile kann man zu Recht sagen, dass sich das Gewitter, so wie Sie es eben gerade besprochen haben, da durchaus gelegt hat und der E-Scooter als teilweise schon Mainstream-Verkehrsmittel akzeptiert wurde. Aber klar, der Hype in der Anfangszeit, der war natürlich, das war natürlich eine tolle Phase. Und gab es auch sehr viel Aufräumen und Aufklärungsarbeit zu leisten, weil, wie Sie es gerade angesprochen haben, dieses Vorurteil, dass ein E-Scooter nur 28 Tage hält, das ist ein Argumentationspunkt, der in den USA entwickelt, aufgegriffen wurde und bis dann auch nach Europa geschafft hat. Da gab es die beiden großen amerikanischen Vorreiter, die gerade in der Anfangszeit sich dort medial sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Wenn man allerdings auch mal dahinter schaut, dann ist es so, dass die Industrie halt zu dem Zeitpunkt sehr jung war. Es gab keine verlässlichen Lieferanten, die Scooter liefern konnten. Das waren letztendlich B2C-Produkte, die einfach im B2B-Sharing-Betrieb dann eingesetzt wurden und natürlich überhaupt nicht dafür ausgelegt war, 5, 6, 7 Fahrten am Tag inklusive Vandalismus dort auszuhalten. Und
Entsprechend kamen da irgendwelche Hochrechnungen und Presseartikel damals an die Oberfläche und haben dann auch den Weg nach Deutschland gefunden. Ich kann jetzt nicht für die anderen Anbieter sprechen, aber das, was ich von uns weiß, ist, dass wir sehr konsequent einen anderen Ansatz gefahren sind. Sprich, wir haben uns von Anfang an sofort einen Zulieferer gesucht, mit dem wir eine langfristige Partnerschaft eingegangen sind, mit dem wir heute noch zusammenarbeiten, mit dem wir gemeinsam die Fahrzeugmodelle entwickeln. Und wir sind über die Langlebigkeit der Scooter, da werde ich sicherlich auch im weiteren Podcast nochmal dazu sprechen, sind wir über die Langlebigkeit dazu gekommen, auch unser Geschäftsmodell zu optimieren, zu beweisen, dass die Unit Economics, die hinter dem Scooterverleih stehen, eigentlich nur möglich sind, wenn man seinen Scooter anständig pflegt und die Lebensdauer maximiert. Und wir sind von, am Anfang waren es 2 Jahre Scooter Lifetime, aktuell bei etwas mehr als 5 Jahren angekommen, was im Vergleich zu den 28 Tagen, wie Sie es eben erwähnt hatten, natürlich ein Quantensprung ist. Gut, aber erstmal zu den unternehmerischen Aspekten. Sie wachsen jetzt relativ schnell in 2 Jahren von 9 Städten auf 50 und es sind 900 Beschäftigte. Es wird im Prinzip der Markthochlauf hat in den Großstädten begonnen, also Berlin, Hamburg. Und wo geht die Reise hin? Also es gibt noch ein großes Potenzial. Im Prinzip ist die Markttraktion erreicht. Die Leute, die Großstädte wollen auf jeden Fall diese Technik und auch diese Dienstleistung. Wie sieht's mit kleineren Städten, sagen wir mal 500.000, vielleicht auch mit ländlichen Räumen und ähnlichem aus? Ja, sehr gute Frage. Also wir sind natürlich am Anfang erstmal in die Großstädte gegangen, einfach aus dem Hintergrund, dass eine gewisse Dichte an Einwohnern notwendig ist, um die Nutzung der Scooter rentabel durchzuführen. Haben dann allerdings diverse Effekte festgestellt. Nummer eins ist das Thema Wettbewerbssituation, also sprich der Startzeitpunkt, wann man in einer Stadt startet, ist extrem ausschlaggebend dafür, wie profitabel man eine Stadt operieren kann. Sie kennen das wahrscheinlich von sich selbst, dass der erste Anbieter vor Ort natürlich die meisten Kundendownloads generiert und der fünfte oder sechste so gut wie keine mehr. Und das zweite ist, dass wir auch festgestellt haben, dass insbesondere zwischen gewissen Städten ein sehr hoher Pendelverkehr herrscht. Also wenn Sie mal das Beispiel zwischen Hildesheim und Hannover beispielsweise nehmen, dann wohnen sehr viele Leute in Hildesheim und arbeiten in Hannover und kennen sicherlich vom Arbeitsort Hannover die Scooter und können sich aber dann auch sehr gut vorstellen, für ihren Weg morgens vom Haus zum Bahnhof in Hildesheim dann dort den Scooter zu nehmen. Und aus diesen beiden Gründen sind wir sehr, sehr schnell auch in mittelgroße und sogar auch kleine Städte gegangen. Also wir sind heute beispielsweise in Städten ab 100, 150.000 Einwohnern sind wir mit dabei. Beispiele sind Solingen, Kassel, aber auch das eben erwähnte Hildesheim. Und wir haben es auch in diversen Vorortgebieten haben wir diverse Piloten gestartet, beziehungsweise sind immer noch vor Ort. Also ein Beispiel ist Garching in München. Ein weiteres Beispiel ist Hamburg-Harburg, Okay. wo man auch gezeigt hat, dass die Mikromobilität über Scooter sehr sinnvoll und vor allem auch profitabel nutzbar ist. Das sind also diese klassischen Pendelstrecken, wenn ich also das sind Hamburg-Harburg ist ein bisschen gehört zu Hamburg, aber ist eher ein Vorort von Hamburg. Ich komme ja auch aus der Region und dass da halt diese klassischen Wegstrecken sind. Wie sieht's aus? Kann auch jemand sagen, wir mal in Lübeck mit 250.000 Euro langsam mit 250.000 Einwohnern so ein bisschen mit der Dienstleistung rechnen? Absolut, Okay. absolut. Ich meine,
Wenn Sie rund um Lübeck schauen, finden Sie Flensburg, finden Sie Kiel, wo wir heute schon präsent sind. Da kann auch der Lübecker mit einem baldigen Okay, Start rechnen. alles klar, aber es macht irgendwo, die Landbevölkerung ist momentan noch nicht wirklich ein Ziel, weil es ja natürlich auch irgendwo Menschen gibt, die, sagen wir mal, auf dem Dorf leben und in eine Kleinstadt wollen und dafür sind dann so täglich 10 Kilometer notwendig. Das ist aber dann eher eine Sache für ein privat gekauftes E-Scooter, oder? Ja, es kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Onboarding-Modell dahinter an. Wir sind beispielsweise in Polen, wenn Sie sich dort die Landkarte anschauen, sind wir beispielsweise gerade in Władysławowo gestartet. Das ist eine Stadt, die hat wahrscheinlich keine 20.000 Einwohner, ist allerdings ein touristischer Hotspot, der gerade in der Sommersaison von einer hohen Anzahl an Touristen heimgesucht wird und wo wir unsere Scooter auch hinstellen können. Das ist jetzt natürlich ein Sondereffekt, muss man dazu sagen. Ob wir in, ich sag mal, Bad Tölz oder Lenggries, um jetzt hier im bayerischen Raum zu bleiben, ob wir dort langfristig Scooter profitabel operieren können, momentan Fragezeichen. Allerdings mit der Weiterentwicklung der Technik unserer Scooter und einer Reduktion der Unit Economics plus dem entsprechenden Operating Model, sprich intern, extern, muss man natürlich auch seine Partner dafür finden, möchte ich das gar nicht so sehr ausschließen. Okay, nur eine Frage noch so zur Mechanik. Es ist im Prinzip, also ein Erfolgsfaktor war ja relativ offensichtlich die Dichte. In Großstädten gibt es halt 4 Millionen Berliner, die von A nach B wollen. Und davon wird eine ausreichende Anzahl ihre Fahrzeuge nutzen. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, dass die größeren Städte da auch in Frage kommen. Bei ländlichen Räumen hängt es dann ein bisschen von dem Wettbewerb ab, damit daraus ein vernünftiges Geschäftsmodell wird. Habe ich das so Das richtig verstanden? der Wettbewerb, also es sind viele Faktoren. Klar ist der Wettbewerb ein entscheidender Faktor. Es ist natürlich immer die Frage, mit wie vielen Mitessern teilt man sich den Kuchen. Aber es gibt auch gewisse Städte, die beispielsweise auf der Public Policy Seite, also sprich was den Zugang zu den Entscheidern in den Rathäusern angeht, die einfach dort eine exponierte Lage haben und wo es teilweise Sinn machen kann, in Städte zu gehen, wo einfach ein Kontakt zur Stadt sehr, sehr gut ist, weil man sich darüber so eine Alles Art klar. Leuchtturmwirkung verspricht. Yes. Zweiter Aspekt kann auch sein, und das ist gerade im Hamburger Norden der Fall, über eine Partnerschaft mit der Hamburger Hochbahn, die es uns ermöglicht, auch in Gebieten, die vielleicht weniger frequentiert sind, immer noch ein gut laufendes Geschäftsmodell zu etablieren, weil wir dadurch einfach den Anschluss beispielsweise an die Switch-App, beziehungsweise das gesamte Netz, der Hochbahn ermöglichen. Übrigens dazu sei Agnes Tjax empfohlen. Das Interview habe ich Anfang Januar veröffentlicht. Das ist der Verkehrsminister des, nee, Entschuldigung, wir sind ja im hanseatischen Raum, der Verkehrssenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Er hat auch über Switch gesprochen. Okay, dann gehen wir jetzt so schon ein bisschen so in diese gesellschaftliche nachhaltige Debatte darüber herum. Also es ist 2019, ich werde noch mal ein paar Medienberichte von damals in die Shownotes packen, aber es war natürlich eine sehr kritische Debatte. Also wie lange leben die Roller? Wird es nicht auch wieder Fahrräder verdrängen? Kommt es in diese Innenstadtmobilität neues Angebot? Auf der anderen Seite könnten auch Autofahrer das eigene Auto verzichten und eben mit einem kleineren Fahrzeug fahren, weniger Raum beanspruchen, weniger CO2 verursachen. Wie hat sich das in den letzten 2 Jahren so entwickelt? Also Sie sprachen ja jetzt auch so, manche Entscheider im Verkehrsbereich sind noch ein bisschen zögerlich, andere vielleicht sehr viel offener. Wie entwickelt sich das so? Ja, Sie haben es angesprochen, es war Mitte 2019, war die Ausgangssituation
eher kritisch, was die administrative Seite angeht. Also ich sitze jetzt hier in München und ich glaube 2015, 2016 war es so, dass der chinesische Sharing-Anbieter Obike oder Mobike, einer von beiden, hier in München mit knapp 4000 Scootern gestartet ist, komplett ohne Regulierung, standen von heute auf morgen die Fahrräder einfach in den Straßen, beziehungsweise 2 Wochen später hingen sie dann in irgendwelchen Bäumen oder lagen in der Isar rum. Und entsprechend groß war die Furcht von den jeweiligen Städten, dass durch die Öffnung des Scootermarktes eine ähnliche Schwemme eintreten würde. Das Zweite ist, man hört ja durch diverse oder man hat zu dem Zeitpunkt über diverse Artikel von der Uberisierung der Wirtschaft gehört, also Stichwort Gig Economy. Da gibt es dann irgendwelche Juicer, die auf die Straße laufen, ohne Verträge, ohne Versicherung, die dann irgendwelche Batterien zu sich nach Hause nehmen, die dann dort laden und so weiter. Das klang für den Deutschen einfach erstmal total skurril und verängstigend, muss man ganz klar sagen. Und entsprechend war da am Anfang eine extreme Aufklärungsarbeit auch erstmal notwendig, zusammen mit den Entscheidern in den Rathäusern dort diese Barrieren abzubauen. Und wir haben uns von Anfang an als deutsches Unternehmen ganz klar dafür positioniert, mit deutschlandweiten Logistikdienstleistern, die alle nach Mindestlohn plus bezahlt wurden und später dann auch über eigene Mitarbeiter zu differenzieren. Wir haben niemals irgendwelche Gig-Economy-Arbeiter für uns eingesetzt. Und auch der Wettbewerb, der da am Anfang mit in Deutschland gestartet ist, der hat sich relativ schnell eine blutige Nase damit abgeholt. Und auch das zweite Thema, O-Bike, oder diese Furcht vor einer zweiten O-Bike-Welle, haben wir über sehr gute Partnerschaften, über einen konstruktiven Austausch, über lokale Regulierung, die wir auch mit der Stadt vereinbart haben, haben wir es geschafft, den Vertrauen zu generieren, bei Problemen direkt einzuschreiten, auch Maßnahmen zu entwickeln, die dann dazu geführt haben, dass das Straßenbild positiv ist und auch über die Partnerschaften, also beispielsweise über die BVG, über die Hochbahn, über die MVG, was ja alles Verkehrsanbieter sind, die sich gerade im lokalen Kontext ein starkes Vertrauen über die Jahre und Jahrzehnte erspielt haben, dass wir darüber über die Kooperation zusätzlich auch bewiesen haben, dass wir uns als Teil des mobilen oder der gesamten Mobilität im urbanen Raum verstehen und nicht nur ein schneller Hype sind, wo es darum geht, innerhalb von ein paar Monaten die Anzahl der Rides zu maximieren und danach in die nächste Stadt zu ziehen. Okay, also es gibt jetzt immer noch ein bisschen Befürchtungen, aber es scheint ja in wirklich die Akzeptanz dieses Konzeptes ist auf der Marktseite da und auch beim Regulierer. Es gibt dann auch sicherlich jetzt nochmal das Problem, dass es natürlich auch einen neuen Wettbewerb tritt. Also das Taxigewerbe, also klassische Taxis mit Menschen am Steuer, in den USA gibt es das ja auch schon ohne. Die würden verlieren dadurch erstmal auch Aufträge, das kann man so sagen. Also die Marktlage verschlechtert sich für die. Jein. Also dadurch, dass wir mit den E-Scootern typische Strecken zwischen 2 bis 3 Kilometern abdecken und Taxifahrten tendenziell wahrscheinlich eher ein Stück länger gehen, ist dort, glaube ich, der Wettbewerb nicht allzu groß. Ich will gar nicht sagen, dass da nicht die ein oder andere Taxifahrt weggefallen ist. Das ist, glaube ich, auch klar. Aber prinzipiell sehen wir uns da nicht als direkter Wettbewerber. Und das zeigt auch beispielsweise die Kooperation mit Freenow, der Plattform, die damals MyTaxi hieß,
wo jetzt auch unsere Scooter beispielsweise darüber gemietet werden können. Okay, aber man hört auf vielen Management-Konferenzen, jetzt auch schon, sagen wir mal, in der Old Economy der Mobilität, so dieses Konzept, ja, das Amazon der Mobilität oder das Spotify der Mobilität. Es läuft irgendwie auf eine App hinaus, mit der ich die verschiedenen Anbieter in der Mobilitätswirtschaft nutzen kann. Da wären zum Beispiel ja eben die E-Scooter, es gibt aber auch Bike-Sharing, es gibt auch die ersten Sammeltaxi-Konzepte, namentlich mit Moja, Share irgendwas in der Mobilität und so weiter und so fort. Was Sie sprachen ja eben auch über Switch in Hamburg. Das ist schon die erste Mobilitätsplattform gemacht von der Hamburger Hochbahn. Das ist der Verkehrsverbund in Hamburg, ähnlich wie die BVG in Berlin. Und würden Sie auch teilen, dass das so die plausible Zukunftsvision in der Mobilität ist? Ich bin da dem Ganzen ein bisschen kritischer gegenüber eingestellt. Also prinzipiell sehe ich, dass sich die Mobilitätsangebote oder die Mobilitäts-Apps, über die Sie gerade gesprochen haben, sehe ich eigentlich so in drei Kategorien. Einmal die typisch lokal beziehungsweise regionalen Anbieter, Mobilitätsanbieter wie den RMV, den MVG, die Switch-App, aber auch ein Yelby, die einfach sehr lokal gewisse Mobilitätsangebote bündeln. Das zweite sind eher überregionale eigene Angebote, die teilweise dann noch Zusatzangebote beinhalten. Also denken Sie da beispielsweise an Sixt, wo jetzt auch E-Scooter angeboten werden. Denken Sie an Freenow, denken Sie an DB-Navigator und so weiter und so fort. Und dann, sagen wir mal, diese Aggregator-Plattform wie mit Google Maps, mit Apple Maps, eben gegebenenfalls noch ein Yelp und so weiter. Und könnte man natürlich meinen, naja, die App, die 98% aller Nutzer auf dem Handy haben, also wahrscheinlich Google Maps, das wird die App sein, die dann alle Probleme in der Zukunft löst. Ich sehe es einfach differenzierter, weil ich die unterschiedlichen Zusatzangebote, die unterschiedlichen Features, die wir beispielsweise in unserer App haben, sehe und einfach feststelle, dass nicht alles einfach auf eine Aggregatorplattform rüber transferiert werden kann, weil das Ganze, weil die Abstimmungen extrem komplex sind, weil die Darstellung eine komplett andere ist, weil auch die Erwartung der Kunden eine komplett andere ist. Und auf der anderen Seite, wenn Sie sich jetzt vorstellen, der MVG-Kunde, der seine Monatskarte vielleicht in der MVG-App hat, dann und zusätzlich noch irgendwelche Informationen zu Zugverspätung und so weiter und so fort. Also wenn er die jetzt auch noch in Google Maps finden sollte, wird wahrscheinlich schwierig. Was ich einfach als Grundproblem sehe, ist, dass wir in Deutschland auch aufgrund der föderalen Struktur einfach ein gewachsenes System an ÖPNV und Verkehrsverbünden haben. Und das aufzubrechen, hin zu einer Super-App, die RMV, MVG, Yelby und Co. vereint. Ich glaube, das werden wir so schnell nicht sehen. Und deswegen denke ich einfach, dass der Münchner in seinem Ökosystem mit der MVG-App sich in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen wird. Und wenn er nach Berlin fährt, dann lädt er sich die Yelby-App runter. Gegebenenfalls in einem reduzierten Umfang, vielleicht über eine Aggregator-Plattform, das schon, aber halt nur mit einem sehr, sehr limitierten Angebot. Aber um es abzuschließen, diese Super-App, die 100% aller Bedürfnisse aller Nutzer abdeckt und alle Mobilitätsangebote perfekt miteinander vereint, bin da noch nicht so von überzeugt. Also, wenn ich der durchschnittliche Kunde wäre und 2032 sagen will, ich möchte wirklich die,
ja, die Europa-App haben für die Mobilität. Das heißt, in Malaga in den Flieger steigen, um in Hamburg Zwischenstopp zu haben, mit dem E-Scooter in die Stadt zu fahren, mit dem geschäften Bike zurückzufahren und dann wieder einen Flieger zu nehmen, wahrscheinlich wasserstoffbetrieben, aber egal, um dann in Kopenhagen ein Mietauto zu nehmen und so weiter, wo wirklich alle Mobilitätsoptionen drin sind. Das ist eher ein unrealistisches Szenario. Also die digitale Welt denkt ja in diesen Plattformen, ich hatte sie genannt, Amazon für den Einzelhandel, Spotify für Musik, aber gibt natürlich auch andere Anbieter in den Bereichen, Deezer sei genannt und was auch immer. Und Kaufland ist ja auch da. Das ist aber eher unrealistisch als Zukunftsvision für die gesamte Mobilitätswirtschaft. Also ich sehe sie in den kommenden Jahren als nicht sehr realistisch an. Okay. Einfach aufgrund der politischen Struktur, aufgrund der technologischen Infrastruktur. Also wenn Sie beispielsweise mit ÖPNV-Anbietern darüber diskutieren, wie schnell man eine Integration des eigenen Mobilitätsangebots in eine bereits existierende Infrastruktur überführen kann, dann werden Sie sehr schnell feststellen, dass dort sich die Uhren einfach langsamer drehen. Und jetzt davon auszugehen, dass in, ich sag mal, 10 Jahren der ÖPNV in Malaga zusammen mit dem ÖPNV in Castrop-Rauxel alles über eine Standardschnittstelle in eine Super-App reinkippt, wo sich die tagesgenauen Angebote in Kombination mit irgendwelchen zusätzlichen Fahrzeugen, die dort vorhanden sind, kombinieren lassen. Weil teilweise ist es ja auch genau das, was die lokalen Anbieter so stark macht. Das ist die Kombination von lokalen Abonnements, von lokalen Sonderangeboten beispielsweise. Ich glaube, also ist es unmöglich? Nein, ist es nicht. Aber ich habe da so meine Zweifel dran, dass es innerhalb der nächsten 10 Jahre passieren wird. Okay, aber dann nehmen wir doch mal praktisch Berlin als Hauptstadt und es ist ja viele Deutsche auch bekannt. Es hat sich ja jetzt in den letzten, so seit Mitte der 2010er Jahre eine Menge getan. Ich habe selber mal einen Beitrag gemacht. Das ist, die Großstädter, also alle Millionenstädte, haben so ein bisschen schon die Möglichkeit, 6 Fahrzeugkonzepte mit verschiedenen Anbietern im Sharing zu nutzen. Das geht vom E-Roller, wie in diesem Fall hier, bis zum geschäften Bike, Sammeltaxis, klassisches Taxi, der klassische ÖPNV, S- und U-Bahn sind da, die Verkehrsbusse sind da und so weiter und so fort. Wenn man jetzt auf die nächsten 5 Jahre sagt, dann läuft es oft darauf hin, dass die bestehenden Systeme, das wäre in Berlin Jelby und es wäre in Hamburg Switch, zu einer gesamten immer leistungsstärker werden und da kommen immer mehr Angebote herein, um dann wirklich die Mobilität in der Stadt in dieser App abzubilden. Das ist schon ein sehr plausibles Szenario. Wie gesagt, auf der lokalen Ebene bin ich da komplett bei Ihnen. Ja, Ich okay. glaube auch, dass das hochgradig sinnvoll ist. Aber Sie hatten ja das Beispiel, also wenn ich an Amazon, wenn ich an Spotify denke, Ja, okay. dann sind das einfach für mich Plattformen oder Angebote, die, ob ich jetzt in Polen, in Portugal oder in Potsdam bin, überall habe ich die gleiche Transparenz, überall habe ich den gleichen Preis, überall habe ich die gleiche Geschwindigkeit, überall habe ich den Zugriff auf die gleichen Daten. Und das halte ich einfach für die nächsten 10 Jahre für eher unrealistisch, weil ich aktuell in der Praxis sehe, mit welchen Hürden teilweise da noch, man sich dann noch umschlagen muss. Okay, aber wenn Sie jetzt sich mal so Switch angucken in Hamburg und so als Branchenkenner, wo hat die App denn noch Defizite oder wo müsste sie sich noch weiterentwickeln? Müssten noch mehr Konzepte reinkommen? Also es sieht jetzt sehr stark aus, dass autonomes Fahren, ist eine Typenzulassung da, Roboter-Shuttles werden entwickelt.
sei an Sascha Pallenberg hier in der Podcast-Reihe erinnert oder auch Dr. Petit von Blickwinkel. Das sieht alles so aus, dass in den nächsten Jahren das als Thema noch reinkommt in die großstädtische Mobilität, wo jetzt Sie schon sind. Gibt es da noch irgendwelche Optionen, wo Sie sagen, da könnte was im Wettbewerb entstehen? Also ich glaube, das sind natürlich schon die großen Trends, die dort auf uns zurollen. Autonomes Fahren, weitere Ausbaustufen der geteilten elektrischen Mobilität und so weiter und so fort. Und ich glaube natürlich, dass das Zielbild oder das Zielszenario wird irgendwann das Robotaxi sein, was für, sagen wir mal, im urbanen Raum für einen Teil der Mobilitätsbedarf, der Mobilitäts-Use Cases, sicherlich das Nonplusultra sein wird. Und man dort auf einen absoluten Pay-per-Use hin oder beziehungsweise sich zu einem Pay-per-Use hin entwickeln wird, wo sich darum natürlich noch interessante Geschäftsmodelle stricken lassen. Ein Beispiel zu nennen: Sie kommen um 22 Uhr aus dem Kino heraus, wollen nach Hause fahren und können dann für zusätzliches Entgelt beispielsweise die Schlange vor dem Taxi, vom Robotaxi-Stand, können Sie umgehen und buchen sich ein für sich reserviertes Robotaxi, was in der Nebenstraße auf Sie wartet. Als ein Beispiel. Ja. Das ist sozusagen das, was die Robotaxis im Bereich der, ich sag mal, 5 bis 15 Kilometer abdecken wird. Und im Bereich der 1 bis 5 Kilometer Distanzen wird es sicherlich eine Erweiterung des aktuellen Angebotes geben. Gibt es ja diverse Möglichkeiten über aktuell schon überdeckte Cargo-Bikes, wie sie die Firma Schaeffler produziert. Gibt es Möglichkeiten, die Scooter weiterzuentwickeln, Fahrräder in diversen Ausbaustufen elektrifiziert, normale Pedalbikes, stationsbasiert, Free-Floating. Also werden sich die aktuellen Angebote wahrscheinlich noch besser in die gesamte Mobilitätskette einfach einbinden. Okay. Ja, aber das ist ja jetzt auch, Sie haben ja nun Erfahrungshintergrund so in der klassischen Automobilwelt, in den Herstellern und den Zulieferern, jetzt frisch in der Startup-Welt. Und ja, man muss ja auch sagen, ich will das Thema hier eigentlich vermeiden, aber Sie haben als Startup ja auch die größte Pandemie der letzten 200 Jahre überlebt und wachsen weiter. Das war ja ein ziemlich unglücklicher Zeitpunkt, dann wirklich das 2019 fingen sie an und 8 Monate später sind wir in diese Pandemie geraten. Wie sind Ihre Erfahrungen, wenn Sie praktisch Neuerungen in der Mobilität einführen in den Markt? Es kommen jetzt noch andere Player, die Robotaxis, Rechtsrahmen ist schon relativ da. Es wird natürlich auch eine mediale Diskussion geben, aber wie kann man da im Prinzip erfolgreich agieren? Absolut. Ich meine, wenn ich mich an die Zeit da zurück erinnere, das war wirklich wie der sprichwörtliche schwarze Schwan, den man nicht vorhersehen kann, der dann plötzlich ins Bild kommt. Moment, Und sorry, das ist ein bisschen wirtschaftswissenschaftlich. Der schwarze Schwan Warn bezieht sich so auf ein Zufallsereignis, das viele Betriebswirte auch kennen. Ich kann das Buch dazu auch mal in die Shownotes packen, aber es ist halt einfach eine, wie die Zukunftsforscher sagen, ein Extremereignis mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit und großer Wirkung. Das war halt die Pandemie. Aber erzählen Sie dann ruhig weiter. ganz genau. Und das hat uns natürlich erstmal kalt erwischt, muss man ganz klar sagen. Und von heute auf morgen sind auch unsere Nutzungszahlen entsprechend sehr stark zurückgegangen. Und wir lagen weit unter dem, was wir uns zu normalen Zeiten eigentlich vorgenommen hätten.
Einfach aus dem Grund, weil die Mobilität innerhalb der Stadt plötzlich total zurückgefahren wurde, weil keiner mehr ins Büro, in die Bar und so weiter wollte. Wir haben es dann allerdings geschafft, im Gegenzug zu den Wettbewerbern, die A, ihre Scooter teilweise komplett, teilweise von der Straße genommen haben, um Kosten zu sparen, teilweise bis zu 30% ihrer Belegschaft, teilweise mit per Zoom-Call zu feuern, haben wir es geschafft, keinen einzigen Mitarbeiter zu entlassen. Klar haben wir vom deutschen System der Kurzarbeit profitiert, Gott sei Dank. Muss man auch sagen, dass man einfach auch dankbar schätzen muss, hier in Deutschland zu operieren. Und wir sind mit der Ausnahme von zwei Städten, wo uns wirklich die Stadtadministration explizit darum gebeten hat, die Scooter von der Straße zu nehmen, sind wir in Deutschland und in vielen anderen Märkten sind wir auf der Straße geblieben. Weil wir gesagt haben, wir sind ein Mobilitätsanbieter. Wir sind nicht der Halbscooter-Anbieter, sondern wir sind in Klammern ein langweiliger Mobilitätsanbieter, der die Leute auch in schwierigen Zeiten von A nach B bringen möchte. Und gerade dadurch, dass der ÖPNV zu dem Zeitpunkt sicherlich die schlechtere Alternative war, weil die Ansteckungsgefahr in einem Bus, in einer Bahn natürlich deutlich größer war, als wenn man alleine auf dem Scooter steht, haben wir den tatsächlich immer noch vorhandenen Mobilitätsbedarf eigentlich ganz gut abgedeckt. Klar waren wir auf einem geringeren Niveau, aber wir konnten unsere Kosten auch so flexibel nach unten korrigieren, dass wir nach wie vor noch operieren konnten. Das Ganze war eigentlich nur möglich, weil wir vorher zwei Innovationen durchgeführt haben, möchte ich mal sagen. Nummer eins sind wir im Dezember, Januar, sind wir von dem Scooter mit einer fest verbauten Batterie hin zu einem Scooter mit einem austauschbaren Akku gewechselt, als allererster Anbieter in Deutschland. Was dazu geführt hat, dass wir unsere operativen Kosten um einen signifikanten zweistelligen Prozentsatz senken konnten. Müssen sich aber vorstellen, der Scooter muss nicht angefasst werden, in ein Van geladen werden, in ein Warehouse gebracht werden, dort geladen werden und das Ganze dann wieder zurück, sondern die Batterie wird einfach über ein Cargo-Bike, über ein E-Van von einem Mitarbeiter direkt auf der Straße getauscht, was mein Vielfaches effizienter ist. Das war sozusagen der erste Kostensenker. Und der zweite Kostensenker war, dass wir uns von unserem nationalen Logistikdienstleister gelöst hatten und ein enormes Inhousing betrieben haben. Sprich, die Mitarbeiter, die Batterien für uns auf der Straße wechseln, sind alles eigene Mitarbeiter mit eigenen Verträgen, mit eigenen Festgehältern und so weiter. Was natürlich auf der einen Seite ein gewisses Risiko darstellt, weil sie einfach langfristige Verträge eingehen versus sie können auf einer Wochenbasis Logistikdienstleister bestellen. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich den Vorteil, die Qualität zu kontrollieren. Sie haben den Vorteil, dass die Kosten einfach auch pro Kontaktpunkt nach unten gehen. Sie haben die komplette Kontrolle über das eigene digitale Ökosystem, womit die Mitarbeiter arbeiten und entsprechend, was die Prozesse einfacher macht und so weiter und so fort. Und das zusammen mit Kurzarbeit hat uns geholfen, dass wir die Krise verhältnismäßig gut überstanden haben. Klar hätten wir uns mehr erwünscht. Aber gerade dann in der Phase, wo es auch wieder gelockert wurde, waren wir dann natürlich mit 95%iger Stärke auf der Straße, wohingegen die anderen erstmal ihre Scooter wieder warm machen mussten und auf die Straße stellen mussten. Also es war ein bisschen kostenintensiver, aber man hatte dann, als die Lockerung kam, auch sofort wieder die Möglichkeit, Umsätze zu machen.
Das ist so wie ich das praktisch abstrahiere, ihre Strategie gewesen in der Krise. Also man hat in der Krise jetzt nicht auf Umsätze verzichtet. Die Umsätze Ja. waren einfach nur geringer als antizipiert. Aber als es dann wieder losging, standen wir sofort wieder auf Vollgas. Okay. Ist ja natürlich jetzt beim jungen Unternehmen die Frage nach der Venture oder nach der Wagnisfinanzierung gewesen. Es ist ja einfach auch in der pandemischen Lage sehr schwierig gewesen, irgendeine Form von Finanzierung zu bekommen oder zu halten. Wie war das bei Ihnen? Umgekehrt, muss man ganz klar sagen. Vielleicht kurz nochmal die Ausgangssituation vor der Krise. Im Jahr 2019, als wir Deutschland gelauncht haben und als ich auch dazugestoßen bin, waren wir, was das kumulierte Investment anging, lagen wir bei knapp 40 Millionen Dollar. North Zone und Speed Invest waren damals die Investoren der Seed Round und der Series A. Wir waren damals im Vergleich zu einem Bird, die kumuliert 420, und einem Lime, die 460 Millionen Dollar eingesammelt hatten und damals bei einer Bewertung von über 2 Milliarden lagen, waren wir ja, um den Zehntel, was ist um den Faktor 10, was den Kapitaleinsatz angeht, waren wir einfach kleiner. Und so war das Bild zu dem Zeitpunkt. Klar hatten Bird und Lime natürlich den amerikanischen Markt und mussten dort zurechtkommen und Deutschlandgeschäft oder das Europageschäft besser gesagt, mussten sie ähnlich wie wir aufbauen. Aber wir haben es geschafft, mit dieser verhältnismäßig kleinen Summe über dann eine Series B, die wir von Mubadala und Goodwater bekommen hatten, wo wir nochmal 100 Millionen eingesammelt haben, über die Pandemie zu kommen, während der Pandemie zu investieren in neue Technologie, aber auch in den Aufkauf beispielsweise von Coop. Das ist das Corporate Startup, was Bosch damals mit BCG ins Leben gerufen hat. Da haben wir die Coops Rolle übernommen. Plus wir haben ein kleineres Startup übernommen, was sogenannte Powerboxen gebaut hat. Das ist eine Ladestation, wo wir die Batterien für unsere Scooter laden können, beziehungsweise es den Kunden auch ermöglichen können, diese zu laden. Das gepaart mit dem sehr, sehr guten Abschneiden während der Corona-Krise, haben wir daraufhin im Oktober 2020 von Softbank, aber angeführt von Softbank, nochmal 250 Millionen Dollar eingesammelt, womit wir Stand jetzt als Unicorn der zweitwertvollste E-Scooter-Anbieter sind. Bird ist natürlich noch ein bisschen vor uns, weil sie Okay. einfach einen finanziellen Vorsprung hatten. Aber letztendlich, wenn Sie sich die Kapitaleffizienz anschauen, also das, was man mit einem Dollar Investment an neuen Städten, an Scootern, an Mitarbeitern, an Rides generiert hat, gibt es keinen Anbieter, der damit so gut umgegangen ist wie wir. Okay, aber also, wenn man es dann ein bisschen abstrakter sieht. In Ihrem Feld, also mit dem Konzept der E-Scooter, die Pandemie, Schrägstrich, die Rezession, die damit einherging, haben Sie in der Finanzierungsseite so nicht wahrgenommen. Wohl Nein, überhaupt nicht. okay. Überhaupt nicht. Es war eher eine Differenzierung, ein positiver Differenzierungsfaktor, weil wir relativ zum Markt gewachsen sind und entsprechend sich da herauskristallisiert hat, dass es dort einen Player gibt, der anscheinend viele Dinge richtig macht oder besser macht als die anderen. Und woraufhin halt auch Software gesagt hat, okay, da scheint sich ein Champion zu warm zu laufen. Und wer Software kennt, der weiß, dass die in der Regel eher spät einsteigen, aber dann den Player finanzieren, der dann am Ende auch das Rennen macht. Klammer jetzt mal WeWork für einen Moment aus. Aber ansonsten haben die in der Vergangenheit da durchaus auch viele Startups in Richtung IPO gebracht, was sich dann sehr für sie auch gelohnt hat. Okay,
Dann zum Abschluss. Es stehen ja noch ein paar neue Konzepte, Ideen und auch Unternehmen in der Pipeline. Wir sprachen über die Roboter-Taxis. Also, um es klar zu machen, in den USA, in Phoenix, Arizona, fahren sie schon seit Oktober letzten Jahres. Das sind automatisierte Shuttles, schon Level 4. Da ist, glaube ich, auch noch ein Sicherheitsfahrer dabei. In den USA geht man auch nach San Francisco. In Deutschland ist die Rechtslage jetzt auch sehr freundlich geworden. Die Typenzulassung ist möglich. Das heißt, wenn ich ein Roboter-Taxi hätte, könnte ich es unter gewissen Bedingungen vielleicht zulassen. Was wir vielleicht auch noch haben, sind die kleineren Cargo-Bikes. Dr. Kaiskröte hat sich hier auch geäußert und so weiter und so fort. Gibt es ja verschiedene Konzepte. Wenn Sie so Ihre Erfahrungen sammeln, was ist mit das Wichtigste, um erfolgreich in der Zukunftsmobilität zu sein? Also im Prinzip die deutschen spezifischen Aspekte zu berücksichtigen. Eine gute Kapitalausstattung. Wie muss so ein bisschen auch das Mindset in der Organisation sein, um das erfolgreich auf die Straße zu bekommen? Ja, gute Punkte, die Sie ansprechen. Ja, ich habe ja damals auch durchaus mitbekommen, bei vielen OEMs, über welche Summen man dort redet, wenn man über Level 3, Level 4 und Level 5 spricht. Und ich glaube, das, oder kann ich ganz klar sagen, das ist nicht unsere Ambition, da jetzt autonomes Fahren auf die Straße zu bringen. Und das ist auch nicht die, also wenn Sie jetzt mit einem Blickfeld oder mit einem Waymo vergleichen, ist es definitiv nicht unser Kernbereich. Allerdings kann man sich natürlich schon die Frage stellen, perspektivisch, was das Thema Kundenzugang, Mobilitätsplattform und so weiter angeht. Sicherlich ein interessantes Spielfeld. Aber um auf die Frage zurückzukommen, was wird für uns in den kommenden Jahren das Wichtigste sein? Also ganz platt gesagt, wir müssen auf jeden Fall unsere Hausaufgaben gut machen. Und diese Hausaufgaben gut machen bedeutet prinzipiell erstmal eine exzellente Operations aufbauen. Also ich habe es vorhin angesprochen, dieser schnöde Mobilitätsanbieter in Anführungszeichen, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Fahrzeug im richtigen Zustand einfach stehen hat, weil das bei uns einfach es ist ein Game der Verfügbarkeit. Das ist für uns das Auto. Das müssen wir absichern und das meine ich mit Hausaufgaben. Das Zweite ist eine immer stärkere Differenzierung auch gegenüber Kunde, weil je stärker die Verfügbarkeit aller Player im Markt zunimmt, desto wesentlicher wird auch eine Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Anbietern. Und dort gilt es einfach, ein Profil klar zu schärfen, weit über das, was man vielleicht heute wahrnimmt, wo man jetzt mal platt gesagt sagt, da gibt es einen grünen Anbieter, da gibt es einen roten Anbieter, da gibt es einen weißen Anbieter und das war's wahrscheinlich. Da muss man einfach die Marke und die Brand noch stärker aufladen als vielleicht heute schon und dann über die entsprechenden Angebote, über die entsprechenden Initiativen das Ganze auch unterstreichen. Das Dritte, was für uns wichtig wird, ist das Thema Regulierung. Ganz klar, also wir sehen das insbesondere in internationalen Märkten. Wir haben es gerade in Paris, wir haben es in London gesehen, wo einfach die Städte teilweise immer noch sehr skeptisch sind, beziehungsweise einfach gerne die Hand auch auf dem innerstädtischen Verkehr haben möchten, wo man sich dem einfach stellen muss. Das Vierte, ja, Kapitalausstattung ist sicherlich wichtig, ist, glaube ich, in der jetzigen Phase nicht ganz so wichtig, weil einfach die VCs extrem gut ausgestattet sind aufgrund von Niedrigzinsen und aufgrund von fehlenden Anlagemöglichkeiten, sind einfach die großen Versicherer, Pensionsfonds und so weiter, allokieren die einfach einen Teil ihrer
ihres Kapitals in VCs. Und Sie haben es gesehen, an den letzten Bewertungen, also von Trade Republic, von Gorillas, von Celonis und so weiter, dass niemand dann einfach brutal viel Geld im Markt ist. Das heißt, das Thema Finanzierung ist kurzfristig nicht das Thema, wie das mittelfristig sich entwickeln wird, wenn dann mal die Zinsen wieder steigen. Das muss man dann sehen. Und das Fünfte ist, ja, letztendlich der Kontakt zur Stadt, den aufrechterhalten und über Innovationen wie beispielsweise das Tier Energy Network, was natürlich auch vor dem Hintergrund der Jobsituation, der Pandemie, wo ja viele, viele kleine Einzelhändler auch durchaus struggle, ein möglicher Beitrag sein kann, wie man über das Mobilitätsangebot in der Stadt auch zusätzlich noch einen Mehrwert für die Händler schaffen kann, indem man es ermöglicht, dass Kunden in den Shop reinkommen, dort die Batterie tauschen und dann noch zusätzlich einen Kaffee kaufen beispielsweise. Das sind so die Beiträge, die wir leisten können und wo wir uns auch in Zukunft da sehen, um unser Geschäft weiter erfolgreich zu betreiben. Wenn ich es dann noch einmal so zusammenfassen würde, wäre es wirklich einen regionalen Fokus. Das ist dann am Anfang immer die Großstädte zu haben und dann müssen halt einfach diese betriebswirtschaftlichen Faktoren, Finanzierung, eine gute Operations, also dass es wirklich gut läuft, zusammenkommen und dann kann man sehr erfolgreich sein in der Zukunftsmobilität. Ist das so eine gültige Zusammenfassung? Das ist richtig. Also man muss die Basisaufgaben muss man einfach gut stemmen. Man muss zumindest auf der operativen Ebene profitabel sein und positiven Cashflow generieren, weil nur dadurch kann man dann auch zusätzlich investieren. Investieren heißt bei uns in das Tier Energy Network. Das heißt bei uns investieren in neue Fahrzeuge, aber auch in neue Modes. Also neben den E-Mopeds auch E-Bikes beispielsweise. All das Ganze, ja, muss einfach ins Laufen gebracht werden. Und dafür ist sind saubere Operations wichtig. Dafür ist aber natürlich auch ist eine saubere Markenbildung und ein gut durchdachtes Angebotskonzept genauso wichtig. Alles klar. Vielen Dank für dieses Gespräch. Super, ich bedanke mich auch bei Ihnen für die Zeit und hoffe, es hat gefallen. Jo.